Es ist Sonntagmorgen. Du hast dich so richtig aufs Ausschlafen gefreut, liegst gemütlich im Bett, die Vögel zwitschern und plötzlich... Aua! Ein hinterhältiger Angriff deines Stubentigers auf deine Füße, die nur minimal unter der Bettdecke hervorlugen. Dieses Szenario kennt nahezu jeder Katzenbesitzer nur zu gut. Hast du dich deshalb vielleicht auch schon des Öfteren gefragt, was unsere Katzen eigentlich an unseren Füßen so attraktiv finden? Dann aufgepasst, hier kommt die Antwort. Auch wenn sich unsere Fellnasen in unseren vier Wänden eigentlich um nichts sorgen müssen, dürfen wir dennoch nicht vergessen, dass ihnen ein Jagdverhalten angeboren ist. Und das können Katzen schlicht und ergreifend nicht ablegen. Unsere Füße und auch Knöchel und Waden befinden sich stets auf Augenhöhe unserer Katzen. Sie betrachten diese daher ab und an nicht als Teil ihres Lieblingsmenschen, sondern als potenzielle Beute und machen sich daraus eine Art Jagdspiel. Insbesondere Kätzchen und junge Katzen lieben es, die Füße ihrer Menschen zu attackieren. Sie sind sehr verspielt und müssen das Jagen erst noch üben, so ein Fuß kommt da gerade recht. Besonders spannend für Katzen ist es eben auch, wenn unsere Füße unter der Bett- oder Sofadecke liegen. Dann wird gerne besonders herzhaft zugebissen. Aber warum das? Auch hier ist das Schlüsselwort wieder Jagdtrieb. Schauen deine Zehen unter der Decke hervor, ähneln sie Beutetieren, die ihren Kopf aus einer Höhle stecken. Bewegen sich deine Füße unter der Decke, kann es sich aus Sicht deiner Samtpfote nur um ein Beutetier handeln, das versucht zu flüchten und das es unbedingt zu jagen gilt. Klingt doch im wahrsten Sinne des Wortes nach einem gefundenen Fressen für deinen Liebling, oder? Sei deiner Katze für ihr Verhalten bitte auf keinen Fall böse. In den allermeisten Fällen ist es, auch bei bereits erwachsenen Tieren, wirklich spielerisch gemeint. Zudem kann es auch einfach sein, dass deine Katze deshalb deine Füße als Beute betrachtet, weil sie es als Jungtier so gelernt hat. Da es aber nicht gerade angenehm ist, Bisse und Kratzer davonzutragen, solltest du darauf achten, dass die Attacken nicht überhand nehmen. Was bei Katzenbabys vielleicht noch niedlich ist, ist bei ausgewachsenen Katzen schnell kein Spaß mehr und wirklich schmerzhaft. Versuche am besten dafür zu sorgen, dass deinem Stubentiger genug Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um seinen Jagdinstinkt anderweitig auszuleben. Gemeinsames interaktives Spielen, bei dem die Sinne, Intelligenz und der Jagdtrieb deiner Katze gefordert werden, sind insbesondere für reine Wohnungskatzen unerlässlich. Ist deiner Katze permanent langweilig, kann der ein oder andere Angriff auf deine Füße aus bloßer Lust auf Beschäftigung und Unterforderung die Folge sein. Wenn deine Fellnase das nächste Mal versucht, dich in die Füße, Zehen oder Waden zu beißen, bleib am besten ruhig stehen und bewege deinen Fuß auf die Kampfmieze zu. Deiner kleinen Kratzbürste kannst du so klar machen, dass sie es nicht mit einem Beutetier zu tun hat und von dir ablassen, da dieses Verhalten vom typischen Beuteverhalten abweicht. Ignorierst du deine Katze danach noch für eine Weile, sollte sie schnell die Lust daran verlieren, ständig Fang den Fuß zu spielen. Wie du siehst, steckt in unseren Schmusetigern eben doch noch ein kleines Raubtier. Aber keine Sorge, deine Samtpfote wird dich immer wieder daran erinnern, spätestens wenn du das nächste Mal etwas unsanft durch einen hoffentlich nicht allzu festen Biss in deinen Zehen von ihr geweckt wirst.